Hi Leute, ich breche gerade zu einer neuen Radtour auf und wollte euch mal zeigen, was ich so eigentlich mitnehme, wenn ich Rad fahre. Also immer wenn ich eine etwas längere Strecke fahre, also länger als so 40 Kilometer, dann kriege ich immer Hunger, weshalb ich einen Rucksack mitnehme mit Essen. Jetzt in dem Fall vier Bananen und so eine Packung Cherry-Tomaten. Und weil das Wetter heute ein bisschen unbeständiger ist, also es ist ein bisschen kühler, aber in der Sonne irgendwie warm, habe ich nochmal ein längeres Radoberteil mitgenommen, nur für den Fall. Was ich auch ziemlich wichtig finde, ist, wenn man halt länger fährt. Ich muss dann zumindest meistens aufs Klo, also nehme ich auch noch ein Schloss mit. Natürlich mit dem entsprechenden Schlüssel. Und was ich auch irgendwie niemals zu Hause lassen würde, ist, naja, die Rechnung hier kann weg. Aber meine EC-Karte, notfalls mein Busfahrticket und da drin ist auch mein Ausweis und mein Organspendeausweis. Also falls was passieren sollte, wissen die auch direkt, was Sache ist. Auch ganz praktisch. Einen Helm. Nicht vergessen, Leute, fahrt nicht ohne Helm. Wenn ihr einmal fallen werdet und wenn es nur ist, weil ihr euch bei eurem Rennrad nicht aus den Pedalen geklickt bekommt, so wie mir das mal passiert ist, dann werdet ihr es wirklich diesem Ding hier danken, dass ihr es mitgenommen habt. Also nehmt einen Helm mit. Radschuhe finde ich einfach viel, viel besser, vor allem wenn man Rennrad fährt, weil es ist einfach so angenehm, dass man halt nicht auf den Pedalen rumrutscht. Euer Rad selber. Das ist jetzt meins. Eine relativ gute Brille, die auch abtönt. Ich glaube, für die habe ich jetzt bei Karstadt oder so 60, 70 Euro bezahlt. Mit der bin ich ziemlich zufrieden. Vor allem, weil die halt nicht beschlägt. Eventuell ein Radcomputer. Und eine. Ups, da ist meine Brille runtergefallen. Und eine Wasserflasche. Eigentlich möchte ich noch eine zweite haben, aber ich habe das. Ich habe den Flaschenhalter in Deutschland vergessen. Ich will mir keinen neuen kaufen, muss halt gucken, bis ich wieder in Deutschland bin, dass ich den Flaschenhalter mitnehmen kann. Jo, auf geht's. Ich hoffe, dass man mich jetzt noch verstehen kann. Es ist ein bisschen windig und ich muss gerade ein bisschen abtrocknen, weil ich gerade an der Farm vorbeigefahren bin. Und gerade als ich vorbeigefahren bin, hat sich die große Sprinkleranlage gedreht und ich bin voll nass geworden. Das war total witzig. Ich dachte, dass ich kurz anhalte und mal ein Video mache, was eigentlich an Radfahren in Deutschland und in den Niederlanden anders ist. Also, ich wollte noch mal ein generelles Deutschland, Niederlande, was ist anders, was ist gleich Vergleichvideo machen. Jetzt mal zum Thema Radfahren. Erstmal, es ist viel populärer. Also, jeder fährt Rad. Das ist egal, welches Wetter, es ist egal, wie alt du bist. Jeder fährt einfach Rad. Also, ob das jetzt eine alte Omi ist oder ob das Schulkinder sind, also Grundschulkinder. Es fährt einfach verdammt nochmal jeder Rad. Und es gibt auch viel mehr Rennradfahrer. Oder zumindest gibt es im Ruhrgebiet einfach so wenige, dass mir das so viel vorkommt. Aber ich würde halt schon generell sagen, es gibt mehr Rennradfahrer. Genauso wie es mehr Räder als Bevölkerung gibt. Also es gibt irgendwie 18 Millionen Fahrräder in den Niederlanden, glaube ich. Und Bevölkerung sind, glaube ich, 16 oder 17 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das führt dazu, dass es in großen Städten wie zum Beispiel in Utrecht gibt es ganze Fahrradparkhäuser, es gibt Fahrradparkgaragen, also so wirklich so Tiefgaragen, wo man so reinfährt. Es gibt Fahrradabstelldinger, die so zwei Etagen haben am Bahnhof. Ich zeige euch das mal, ich habe ein Foto davon gemacht. Wodurch es halt auch die ersten Fahrradstaus gibt in den Niederlanden. Das ist echt richtig krass. Und als Fußgänger ist man manchmal echt schon in der Minderheit und man wird einfach gnadenlos umgenietet, wenn man nicht aufpasst. Also man muss wirklich, wirklich aufpassen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, dass zur Schule fahren mit dem Fahrrad irgendwie viel populärer ist. Und gerade so zwischen Städten, also zum Beispiel ich wohne ja in Amersfoort gerade, zwischen Amersfoort und Leusden oder zwischen Amersfoort und Nijkerk hat man also Radwege, von denen es ohnehin viel, viel mehr gibt. Es gibt viel, viel mehr Radwege, die in einem mega guten Zustand sind, einfach weil das Rad einfach wahrscheinlich das Verkehrsmittel Nummer eins ist. Und da fahren die Schulkinder auf diesen Radwegen dann in so Paketen, ne, entweder so, drei, so, zwei, so 20 Schulkinder ungefähr, einfach so 3 mal 7 oder 4 mal 5. Und wenn man dann dahinter ist als Rennradfahrer, hast du keine Chance. Du musst dann abwarten, bis du eine Gelegenheit hast, irgendwie auf die Straße zu gehen und das wirklich weiträumig zu umfahren, weil es halt nicht anders geht.
ja, das ist eigentlich so das, was mir hier eigentlich so aufgefallen ist. Es wird viel mehr gefahren, es gibt viel mehr Radwege, es gibt unfassbar viele Fahrradläden. Also ich habe, glaube ich, wenn man, gib mal einfach Fahrradladen und irgendeine Stadt ein in den Niederlanden und du wirst sehen, wie viele Fahrradläden es gibt. Davon gibt es in Deutschland halt auch schon welche, aber noch lange nicht so viele wie in den Niederlanden. Ja, das sind so die spontanen Sachen, die mir irgendwie eingefallen sind. Und ich habe eine Frage an euch. Gibt es eigentlich, habe ich eigentlich Zuschauer in den Niederlanden? Das würde mich mal echt interessieren. Jo, ich fahre weiter. Ich habe es bis in die Provinz Flevoland geschafft. Es ist auch relativ einfach, hier die Provinzgrenzen zu überschreiten, weil das halt einfach so nah beieinander ist. Amersfoort liegt genau im Zentrum in den Niederlanden. Dementsprechend Amersfoort ist in der Provinz Utrecht. Und ich glaube, hier bin ich jetzt durch die Provinz Gelderland gefahren. Und jetzt bin ich in Flevoland. Jo, ich muss, glaube ich, mal das Video unterbrechen und ich kann die Kameraperspektive nicht wechseln, während ich filme. Das ist ein bisschen ärgerlich vom iPhone. Da könnt ihr die Sprinkleranlage erkennen. Erneuerbare Energie. Ja, das ist, die Provinz gab es halt vor ein paar Jahren nicht. Das ist alles künstlich aufgeschüttet. Das existierte vorher nicht, das war Wasser. Und ja, jetzt ist das Land schon ziemlich cool. Das ist wirklich mein Lieblingsort hier, weil ich diese Windkraftanlagen mit zwei Rotoren einfach so cool finde. Wasser und ein Radplan. Ich glaube, ungefähr so hier lang gefahren. Und dann, ich glaube, ich bin über die Straße gefahren. Ich bin irgendwie bin ich hier durch, dann über die Straße rüber, so. Oh. So, hier wurde ich dann von dem Sprinkler angegriffen. Ich stehe jetzt hier bei der 37. Ich fahre dann jetzt hier lang über die Brücke zurück. Dann muss ich wieder irgendwie hier so in die Richtung. Also hier ist Bünsraute Sparkebüch und wenn man dann diese Straße lang fährt, kommt man zurück nach Amersfoort. Also ich glaube, ich fahre dann halt hier, dann halt irgendwie so über Barlen und dann nach Amersfoort zurück. Hier ist gerade ein Transporter vorbeigefahren mit einer offenen Ladeklappe und der hat Brokkoli verloren. Yay, Mittagessen! So, ich bin jetzt bei so ein paar Häuschen. Wo sind noch so 4 Kilometer in die Richtung? Von da hinten komme ich gerade bei den Windrädern. Naja, mal schauen. Ich fahre weiter, aber so, das ist halt. So sieht es auch aus, wenn ich irgendwie 10 Minuten aus Amersfoort rausfahre.